Heute lernen wir, wie man auf Deutsch die Hausarbeit beschreibt. Was machst du im Haushalt? Putzen. Sauber machen. Ich putze das Fenster. Ich habe das Fenster noch nie geputzt. Kochen. Ich koche eine Suppe. Ich habe letzte Woche 2-mal gekocht. Abwaschen. Ich wasche das Geschirr ab. Ich habe auch gestern Abend abgewaschen. Wir haben keine Spülmaschine. Ich muss also die Spülmaschine weder einräumen noch ausräumen. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine läuft noch. Ich habe meine Wäsche in die Waschmaschine getan. Die Wäsche aufhängen. Ich hänge die Wäsche auf. Ich habe auch letzten Sonntag die Wäsche aufgehängt. Staubsaugen. Ich sauge Staub. Ich habe letzte Woche nicht Staub gesaugt. Staub wischen. Ich wische Staub. Ich habe letzte Woche nicht Staub gewischt. Aufräumen. Ich räume das Zimmer auf. Ich habe das Zimmer letzte Woche nicht aufgeräumt. Das Bett machen. Ich mache das Bett. Ich habe das Bett gestern nicht gemacht. Den Müll rausbringen. Ich bringe den Müll raus. Ich habe letzte Woche vergessen, den Müll rauszubringen. Im Garten arbeiten. Ich muss nicht im Garten arbeiten, weil jemand anderes alles im Garten macht. Aber ich tue Obst- und Gemüsereste in den Komposthaufen. Den Rasen mähen. Den Rasen muss ich nicht mähen, weil er schon gemäht ist. Das Auto waschen. Ich muss das Auto waschen. Aber ich habe das Auto in letzter Zeit nicht gewaschen. Was machst du im Haushalt?